wahr? Sex ist in einer Beziehung viel wichtiger, als allgemein zugegeben wird. Unpopuläre Meinungen. Menschen geben ihre scheinbar unpopuläre und kontroverse Meinung zum Besten, die sie sonst lieber für sich behalten. Besonders die letzte Meinung zeigt eine Perspektive, die uns so nicht bewusst war. Wenn du allein bist, ist es völlig in Ordnung, in der Nase zu bohren. Geben wir es zu, wir bohren uns alle in der Nase. Es ist eklig, aber wir machen alle eklige Sachen, wenn wir allein sind, du wischst dir ja auch den Hintern, oder? Warum ist es dann so schlimm, in der Nase zu bohren, um einen Popel zu entfernen? Keiner schaut zu, also Popel ruhig. Die meisten Systeme sind nicht von Natur aus böse. Es ist meist nur das menschliche Verhalten, das sie ausnutzt. Dinge, Strukturen und Organisationen scheitern an der menschlichen Natur und dem Egoismus, der zur Ausbeutung eines Systems führt, das nie für diesen Zweck gedacht war. Zum Beispiel Kapitalismus, etc. Im Grunde ist der freie Wille irgendwie scheiße. Und bitte treten Sie keine Flammenwerfer, ohne zumindest ein wenig Hintergrundwissen darüber zu haben, was Sie da abtun. Wenn du von deiner Partnerin erwartest, dass sie verhütet, damit du keine Kondome benutzen musst, bist du ein schlechter Mensch. Ich habe es satt, allein für die Verhütung einer Schwangerschaft in einer Beziehung verantwortlich zu sein. Männer erwarten von Frauen, dass sie hormonelle Verhütungsmittel einnehmen, anstatt Kondome zu benutzen, ohne sich um die unangenehmen Nebenwirkungen zu kümmern. Im Folgenden sind einige der Nebenwirkungen aufgeführt, die ich persönlich erlebt habe. Ich fing an, Lichtblitze in meinem Blickfeld zu sehen, mein halbes Gesicht fühlte sich taub an, gefolgt von der schlimmsten und einzigen Migräne meines Lebens, die so schmerzhaft war, dass ich mich die ganze Nacht übergeben musste. Depressionen, Blutungen für mehr als einen Monat am Stück, ich habe dies bei mindestens 3 verschiedenen Formen erlebt. Gewichtszunahme von 20 Pfund, schmerzhafte zystische Akne, kompletter Verlust der Libido. Ich bin 24 und habe 7 verschiedene Verhütungsmethoden ausprobiert, weil ich bei fast allen schlechte Nebenwirkungen hatte. Ich habe endlich eine gefunden, die bei mir funktioniert, aber es wäre so viel einfacher gewesen, wenn es ein allgemeines Verständnis unter Männern gäbe, dass ein vermindertes Empfinden es nicht wert ist, dass man seinen Partner durch ein hormonelles Chaos treibt. Ich möchte die Verhütungsmittel hinzufügen, die ich genommen habe. 3 verschiedene Arten von oralen Verhütungsmitteln, Antibabypillen, die Spirale, Kylina, der Nuva-Ring, die Depospritze, das Verhütungspflaster, Xulane, das bei mir tatsächlich ohne Nebenwirkungen funktioniert hat. Fitnessstudios turnen total ab. So sehr die Leute es auch lieben, Männer mit riesigen Muskeln, Bauchmuskeln und so weiter zu romantisieren, so sehr turnt mich das ab. Wenn ich einen Mann mit diesen verrückten Muskeln sehe, der über sein Kreatin spricht, Kalorien zählt und seine Essensportionen mit einer Küchenwaage abwiegt, gehe ich sofort. Gott bewahre, dass ein Terminkonflikt mit ihrem Trainingsplan entsteht. Edit 1. Ja, ich stimme zu, dass Männer für sich selbst trainieren sollten. Es ist in der Tat ein Selbstvertrauenbooster. Aber ich denke nicht, dass es die gesamte Persönlichkeit ausmachen sollte. Edit 2. Ich habe erwähnt, dass es Frauen nicht interessiert, aber ich habe gemerkt, dass ich eigentlich für mich selbst spreche. Ich bin sicher, dass die meisten Frauen auf Männer mit Gladiatorenfigur stehen, ich spreche für mich selbst, danke. Monogame, langfristige Beziehungen, verheirateter Sex ist viel besser als Single, Dating, um Sex zu haben. Mein Partner weiß genau, was ich mag und ich weiß genau, was er mag. Wir haben unsere Tilde Sexy Time Tilde perfektioniert, indem wir 1000-mal Sex hatten, uns mitteilten, was wir mögen und gemeinsam neue Dinge ausprobierten. Er kennt meinen Körper wie ein Pianist die Tasten eines Klaviers, und er weiß genau, welche Tasten er in welcher Reihenfolge drücken muss, von Pianissimo bis Forte, um die Musik zu erzeugen, von der er weiß, dass ich sie am liebsten mag. Da wir schon so lange zusammen sind, kennt er auch meinen Zyklus sehr gut und weiß in der Regel, zu welcher Zeit im Monat mein Sexualtrieb in die Höhe schießt und zu welcher Zeit im Monat er abfällt, und passt sich entsprechend an. Man muss sich schon anstrengen und engagieren, um ein tolles Sexleben mit seinem Partner zu haben. Natürlich wird es nicht jedes Mal perfekt sein, aber es wird mit der Zeit immer besser, wenn man sich bemüht hat, zu erfahren, was der Partner mag, und wenn man offen dafür war, ihm mitzuteilen, was man mag. Ich kann mir nur vorstellen, dass Sex ohne einen langfristigen Partner so viel weniger befriedigend wäre. Ein Date wird nicht wissen, was ich mag, und ich werde nicht wissen, was sie mögen. Sicher, viele Menschen mögen die gleichen Dinge, also ist es keine Raketenwissenschaft zu wissen, was jemandem gefallen würde, aber die kleinen Feinheiten und das Wissen, das man durch einen Langzeitpartner erlangt, heben es wirklich auf die nächste Ebene, und jemand, der dich und deinen Körper nicht so gut kennt, kann da nicht mithalten. Das scheint mir klar zu sein,
aber in Filmen, Medien wird es oft andersherum dargestellt. Oh, ihr wollt heiraten? Sag auf Wiedersehen zum Sex. Haha, oder, warum willst du für immer nur mit einer Person Sex haben, anstatt eine ganze Reihe von Menschen zu erleben? Oder, vermisst du nicht den Nervenkitzel, mit jemand Neuem zu schlafen? Alles Dinge, die man in den Medien hört, und alles, was ich von anderen gehört habe. Das ergibt keinen Sinn. Haftungsausschluss. Natürlich ist eine monogame Lebensgemeinschaft nicht das einzige Kriterium für ein gutes Sexleben. Sie werden keinen guten Sex haben, wenn sie sich nicht verstehen, keine Chemie haben, einen unfreundlichen Partner haben, selbst wenn sie seit Jahrzehnten zusammen sind. Ich will damit sagen, dass glückliche, einwilligende Paare, die lange genug zusammen sind, um schon oft Sex gehabt zu haben, ein besseres Sexleben haben als glückliche, einwilligende Fremde, die miteinander schlafen. Zigarettenrauchen macht sie attraktiver, das sagt ein Nichtraucher. Alle sagen das Gegenteil, aber für mich gibt es nichts Sexieres als einen Mann oder eine Frau, vor allem, wenn die betreffende Person körperlich attraktiv ist, die an einer Zigarette zieht und dann dabei zusieht, wie sie den Rauch ausbläst, abgesehen vom Krebsrisiko. Das lässt sie kantig oder zumindest interessant aussehen. Als Mann als süß bezeichnet zu werden, ist großartig. Ich konnte nie verstehen, warum Männer wie ich es nicht mögen, wenn man sie süß nennt. Es ist eindeutig besser, als wenn Mädchen dich hässlich nennen oder igitt sagen, wenn du versuchst, sie anzusprechen. Wenn sie dich süß nennen, dann finden sie dich wahrscheinlich irgendwie attraktiv, und das ist natürlich etwas Gutes. Wenn du es nicht magst, wenn man dich niedlich nennt, weil es kein männlicher Begriff ist, dann hast du höchstwahrscheinlich ernsthafte Probleme mit deiner Unsicherheit, denn von einem Mädchen als niedlich bezeichnet zu werden, ist großartig. Die Schönheitsstandards für Frauen in der griechischen Antike waren, meistens, viel besser als die der heutigen Gesellschaft. Ich meine, Schönheitsnormen für alle Geschlechter und im Allgemeinen sind Quatsch meiner Meinung nach. Ich persönlich finde, dass alle Körper schön sind, solange sie hygienisch einwandfrei sind. Aber im Vergleich dazu waren sie damals viel realistischer und ansprechender. Sicherlich nicht alles, aber der Standard schien so zu sein, wie die meisten Frauen von Natur aus aussehen. Heute muss man große Brüste, einen großen Hintern und einen flachen Bauch, schlanke Taille haben. Was für die meisten unmöglich ist und meist nur durch eine Operation erreicht werden kann, wenn überhaupt, wenn man nicht das nötige Glück hat. Während es damals attraktiv war, wenn man keinen super flachen, schlanken Bauch hatte, sondern eher ein kleines Bäuchlein. Ich finde, wenn wir die Schönheitsnormen schon nicht ganz verbieten können, sollten wir zumindest dazu zurückkehren, die Normen etwas natürlicher, erreichbarer zu machen. Ich habe Männer in diesem Zusammenhang nicht erwähnt, weil ich kein großer Fan der damaligen Standards für Männer bin, da ich denke, dass sie immer noch breite Schultern, Muskeln und so weiter haben mussten, so wie es sich im Laufe der Jahre nicht wirklich geändert hat und ziemlich gleich geblieben ist, nicht weil ich es nicht ändern möchte. Ich denke, dass die Standards für beide heutzutage schrecklich sind und gestoppt oder zumindest geändert werden müssen. Über Persönlichkeitsveränderungen beim Erwachsenwerden wird nicht genug gesprochen. Persönlich finde ich, dass über Persönlichkeitsveränderungen mehr gesprochen werden sollte, denn ich habe seit langem eine Veränderung an mir selbst festgestellt und fühlte mich unwohl dabei. Warum fühle ich mich unter Menschen nicht mehr wohl? Warum bin ich nicht mehr selbstbewusst und fühle mich in großen Gruppen nicht mehr wohl? Was stimmt nicht mit mir? Ich bin einfach introvertierter geworden, und das ist auch gut so. Wenn Menschen sich verändern und dies nicht mit der Marke, der Persönlichkeit, übereinstimmt, mit der sie assoziiert werden, gibt es eine Menge Probleme und Unbehagen. Das ist verständlich, denn die Zuordnung von Menschen zu den Persönlichkeiten, die wir für sie halten, hilft uns dabei, ein solides Verständnis dafür zu entwickeln, wie wir uns ihnen gegenüber verhalten und was wir erwarten können. Aber es kann auch dazu führen, dass sich die betreffende Person in eine Spirale begibt und die Veränderungen als negativ empfindet, obwohl dies nicht der Fall ist, wie meine Erfahrung zeigt. Es sind nicht einmal Persönlichkeitsveränderungen, auf die die Menschen reagieren, sondern es ist so, als ob man eine neue Vorliebe für etwas findet, das untypisch zu sein scheint. Versteht jemand, was ich meine? Junge Mädchen wollen in den sozialen Medien sexuell dargestellt werden. Die sozialen Medien oder das sogenannte Patriarchat sind nicht schuld daran eins. Ich habe einen interessanten Artikel einer Mutter gelesen, die sagte, dass, obwohl alle die sozialen Medien zum Sündenbock dafür machen, dass junge Mädchen sich unter Druck gesetzt fühlen, sexy Inhalte zu posten, auf Facebook, Instagram, TikTok und so weiter, sie als junges Mädchen vor der Zeit der sozialen Medien ebenfalls unter ähnlichem Druck stand. Aber sie machte das sogenannte Patriarchat dafür verantwortlich. Eine einfachere Antwort ist, dass Frauen sich selbst immer mehr als ihre Sexualität geschätzt haben als alles andere. Sie hatten nur nicht die Möglichkeiten, sich zu zeigen, wie sie es heute tun.
Warum also sagen so viele Frauen, dass die sozialen Medien oder das Patriarchat Frauen sexuell objektivieren, wenn es doch gerade junge Mädchen sind, die, wenn man ihnen das zu erklären versucht, sagen, dass es nichts Schlimmes ist, ihren Körper in den sozialen Medien vor völlig Fremden zur Schau zu stellen, und sagen, dass soziale Medien wie Facebook, Instagram und TikTok ermächtigend sind. Der einzige Grund, warum die Menschen gegen Kernenergie sind, ist, dass der Name Angst macht. Die Kernenergie ist die beste, sauberste und nachhaltigste Option, die wir derzeit für die Energieversorgung der Welt haben. Ganze Länder können nicht allein mit Solar- und Windenergie betrieben werden. Die Menschen mögen nur den Namen Kernenergie nicht, und ich glaube, wenn sie einen anderen Namen hätte, wären viel mehr Menschen für die Kernenergie. Alte Menschen, die denken, Alter bedeutet Wissen, sind das Schlimmste. Der Umgang mit diesen Menschen ist anstrengend. Sie sind stur und können es nicht verantworten, zuzugeben, dass sie sich manchmal irren. Wir entwickeln uns weiter und lernen ständig dazu, und manchmal weigern sich diese Menschen, das zu akzeptieren. Batman ist im Grunde ein reicher Polizist, der Gutes tun könnte, es aber vorzieht, nur böse Menschen zu verprügeln. Wenn er mit seinem Geld und seiner angeblichen Intelligenz wirklich Gutes tun wollte, könnte er die Armut in Gotham im Grunde ausrotten und die Zahl der Bösewichte würde stark abnehmen. Natürlich tun einige von ihnen böse Dinge nur aus Vergnügen, aber diejenigen, die böse Dinge aus Not oder wegen schlechter Umweltbildung tun, müssten das nicht tun, wenn sich die soziale Lage verbessern würde. Ich denke, das Trauma des Verlustes seiner Eltern hat ihn blind für soziale Ungerechtigkeit gemacht, und er will sich für immer an allen rächen, die Böses tun, und vielleicht hat er sogar eine Vorliebe für das Zufügen von Schmerz entwickelt. Komprimieren. Habt ihr auch eine kontroverse Meinung, die ihr lieber für euch behaltet? Lasst es uns wissen und schreibt uns. Und vielen Dank fürs Vorbeischauen.